herzlich willkommen zu unserer achten Sitzung in unserem Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir auf das somatosensorische System eingehen, also das System, mit dem wir unseren Körper wahrnehmen. Im Referat haben wir uns ja beschäftigt mit dem 11. Kapitel aus unserem Lehrbuch Biologische Psychologie von Rainer Schandri, das die Eigenschaften unseres somatosensorischen Systems beschreibt. Sie sollten jetzt also grob wissen, wie wir unseren Körper wahrnehmen, also welche unterschiedlichen Rezeptoren wir in unserer Haut haben, welche unterschiedlichen Arten von Berührung wir hier wahrnehmen, also Druck oder Vibration, über welche Leitungsbahnen diese Information auch läuft und wo in unserem Neokortex diese Information dann verarbeitet wird, hier eben im somatosensorischen Kortex posterior zur Zentralfurche. Jetzt wollen wir auf einen kleinen Sonderfall der Körperwahrnehmung eingehen, nämlich die Wahrnehmung, die aus dem inneren Milieu, also die Rückmeldung aus beispielsweise unserem Herz-Lungen, also unserem Herz-Kreislauf-System über Sauerstoffsättigung und Blutdruck. Und dann am Ende gehen wir noch ein auf einen wissenschaftlichen Artikel, der sich mit somatosensorischen Phantomwahrnehmungen, also Illusionen, beschäftigt. Wir wollen jetzt also ein bisschen die Randbereiche der Somatosensorik erkunden. Bevor wir loslegen, nochmal ein kleiner Rückgriff auf die Geschichte der Körperwahrnehmung, die Geschichte der Wahrnehmung, und zwar hier C.S. Sherrington, den hatten wir in der Vorlesung schon kennengelernt, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit unterschiedlichen Reizen, unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen beschäftigt hat. Und er hat hier eine Systematik aufgestellt, die er zusammengefasst hat in einer Arbeit The Integrative Action of the Nervous System, indem er sich überlegt, welche Arten von Wahrnehmung haben wir denn? Und er kategorisiert hier unsere Wahrnehmung in drei unterschiedliche Kategorien, nämlich einmal die Exterozeption, also die Wahrnehmung unserer Umwelt. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, mit welchen Sinnen nehmen denn wir das Äußere, unsere uns umgebende Umwelt wahr? Die zweite Kategorie, die er aufgemacht hat, war die Interozeption, also die Wahrnehmung der internen generierten Reize. Auch hier wieder können wir uns überlegen, was sind denn intern in unserem Körper generierte Reize? Und dann grenzt er hier noch davon ab, noch die sogenannte Propriozeption, nämlich die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Also nicht die Wahrnehmung von Reizen aus dem Körper, sondern die Wahrnehmung des Körpers selbst. Wir haben also hier drei unterschiedliche Level. Einmal die Wahrnehmung des Körpers an sich, dann die Wahrnehmung aus dem Inneren des Körpers und dann die Wahrnehmung aus dem Äußeren des Körpers, die jeweils mit unterschiedlichen Sinnen, unterschiedlichen Rezeptoren und unterschiedlichen Wahrnehmungen einhergehen. Wir haben ja schon ganz, ganz viele unterschiedliche Sinne kennengelernt. Wir hatten ja schon die visuelle Wahrnehmung, also den Sehsinn, das auditorische System, das Hören, das Riechen und Schmecken haben wir ja schon kennengelernt. Jetzt haben wir eben uns beschäftigt mit dem somatosensorischen System und haben jetzt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Rezeptoren schon kennengelernt. Wir haben beispielsweise freie Nervenendigungen kennengelernt, die beispielsweise relevant sind für die Wahrnehmung von Berührungen in der Haut. Wir haben diese eingekapselten Nervenendigungen kennengelernt, die wir eben auch in der Hautberührung wahrgenommen kennengelernt haben. Dann haben wir spezialisierte Sensorzellen, also spezialisierte Gewebezellen kennengelernt, beispielsweise in unserem gustatorischen System. Da haben wir diese Rezeptoren, die dann sekundäre Sinneszellen sind, also spezialisierte Gewebezellen mit einem ganz bestimmten sinnaufnehmenden Anteil. Und wir haben primäre Sinneszellen kennengelernt, beispielsweise hier in unserem olfaktorischen System, die direkt hier chemische Informationen aufnehmen. So können wir eben auch unsere Sinneszellen, Sinneszellklassen in
ganz unterschiedliche Kategorien einteilen. Und so haben wir eben auch jetzt hier einen Sonderfall bei der sogenannten Chemosensation. Die haben wir ja letzte Woche schon kennengelernt im olfaktorischen und gustatorischen System. Und so haben wir eben hier das Riechen und Schmecken als chemische Wahrnehmung unserer Umwelt, also als Exterozeption, die Wahrnehmung der uns umgebenden Umwelt über das Riechen und das Schmecken. Aber genauso nehmen wir chemische Veränderungen, chemische Prozesse auch über Interozeptoren wahr, also aus unserem Körperinneren, aus unserem inneren Milieu. Und da nehmen wir beispielsweise Veränderungen im pH-Wert, also im Säure-Basen-Verhältnis in Körperflüssigkeiten wahr. Wir nehmen auch den relativen CO2 zu O2, also den Kohlendioxid zu Sauerstoff-Level, beispielsweise in unserem Blut wahr. Und wir nehmen die osmotische Sättigung, also die Sättigung einer Körperflüssigkeit mit einem ganz bestimmten gelösten Stoff, also beispielsweise einer Ionenkonzentration wahr. Das sind alles solche Prozesse, die wir tatsächlich wahrnehmen, die können wir nicht unbedingt bewusst wahrnehmen, aber die können tatsächlich unser Verhalten und unsere körperliche Aktivität beeinflussen. Und wir wollen jetzt mal auf zwei ganz spezielle Bereiche dieser interozeptiven Chemosensation eingehen, die sich ja eben in dem Fall tatsächlich auf die Wahrnehmung unseres Körpers, also eigentlich den Grenzbereich zwischen Chemosensation und Somatosensorik, bezieht. Dazu schauen wir uns zunächst einmal zentrale Chemorezeptoren an. Zentrale Chemorezeptoren, deswegen, die heißen zentral, weil die in unserem zentralen Nervensystem sitzen, nämlich hier in der Medulla oblongata und im Grenzbereich zum dritten Ventrikel. Drittes Ventrikel, Sie erinnern sich nochmal, Ventrikel, das sind diese flüssigkeitsgefüllten Hohlräume in unserem Gehirn, da haben wir diese zwei lateralen und dann in der Mitte das dritte und das vierte, das dann Richtung Hirnstamm runterzieht. In der Medulla oblongata haben wir Zellen, die sind sensitiv auf den pH-Wert, die relative Sättigung, der relative Säuregehalt von Körperflüssigkeiten, die Hormonkonzentration und die Konzentration von Fremdstoffen. Also Fremdstoffe, die beispielsweise über die Blut-Hirn-Schranke in unser Gehirn kommen, die werden hier in diesen zentralen Chemorezeptoren in der Medulla oblongata verarbeitet. Genauso haben wir im dritten Ventrikel Chemorezeptoren, die dann eben spezifisch sind für die Zusammensetzung der Zerebrospinalflüssigkeit, des Liquors. Also diese Flüssigkeit, die wir in den Ventrikeln haben und die um unser Gehirn drumherum ist, die hat natürlich auch eine ganz bestimmte Zusammensetzung und wir haben hier im dritten Ventrikel Chemorezeptoren, die Zusammensetzung dieser Flüssigkeit überwachen und messen können. Und diese zentralen Chemorezeptoren, die reagieren sehr schnell auf Veränderungen. Also wenn wir Veränderungen hier beispielsweise im relativen Säuregehalt und im Sauerstoffgehalt dieser Flüssigkeiten haben, dann reagieren diese Zellen, diese Rezeptoren sehr schnell auf diese Veränderung. Die adaptieren aber auch wieder sehr schnell. Und die reagieren hier vor allem auf einen CO2-Anstieg. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, an welchem körperlichen Vorgang haben Sie einen sehr, sehr schnellen CO2-Anstieg? Und wann sollte es wichtig sein, dass hier diese zentralen Chemorezeptoren reagieren? Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in unserem peripheren Nervensystem, in unserer Peripherie Chemorezeptoren, hier beispielsweise in den Herzkranzgefäßen, im Aortenbogen oder in den Kardioiden, also in diesen Blutgefäßen um unser Herz drumherum. Da haben wir auch wieder Zellen, die sind beispielsweise sensitiv für den Blutdruck, also auf Blutdruckveränderungen, aber eben auch auf die tatsächliche Sättigung unseres Blutes, also die CO2 oder O2, also Kohlendioxid oder Sauerstoffsättigung in unserem Blut. Hier, diese Chemorezeptoren, die reagieren relativ langsam auf Veränderung, die adaptieren auch nicht und die reagieren vor allem auf einen Sauerstoffmangel. Und genauso können wir uns jetzt überlegen, wann haben wir Situationen, in denen ein Sauerstoffmangel herrscht und warum ist es dann sinnvoll, auf diesen Sauerstoffmangel zu reagieren?
Schauen wir uns diese beiden Fälle einmal nochmal an. Zentrale Chemorezeptoren, die reagieren vor allem auf einen CO2-Anstieg. So ein CO2-Anstieg, den haben wir beispielsweise bei körperlicher Aktivität. Wenn wir also Energie verbrauchen, dann muss neues ATP generiert werden. Dabei wird eben CO2 frei, unser CO2-Level im Blut beispielsweise steigt an und wir müssen irgendwie darauf reagieren. Das heißt, diese zentralen Chemorezeptoren, die reagieren sehr schnell auf diesen Anstieg von CO2 aufgrund von körperlicher Erregung, um dann gegensteuernd auf unser Herz-Kreislauf-System einzuwirken, um dann beispielsweise unseren Herzschlag und unsere Atmung zu erhöhen. Auf der anderen Seite, unsere peripheren Chemorezeptoren, die reagieren auf einen Sauerstoffmangel und die adaptieren nicht. Wann haben wir beispielsweise Sauerstoffmangel? Wenn wir zum Beispiel auf einen hohen Berg steigen, im Gebirge, da ist die Sauerstoffsättigung in der Luft geringer, dünnere Luft, geringerer Druck, heißt, wir haben eine geringere Sauerstoffsättigung. Das ist also eine Situation, auf die müssen wir dauerhaft reagieren. Da bringt es nichts, wenn wir auf diese Veränderung im Sauerstoffgehalt schnell adaptieren, sondern wir müssen ständig unseren Herzschlag, unsere Herz-Kreislauf-Aktivität an diesen reduzierten Sauerstoffgehalt anpassen. Sie sehen also hier diese Chemosensation unseres inneren Milieus, also dieser Grenzbereich zwischen der Wahrnehmung von chemischen Stoffen und der Wahrnehmung unseres Körpers, die ist ganz relevant für die Steuerung unseres Körpers, für die Steuerung unseres Verhaltens und für die Anpassung unseres Verhaltens an unsere Umgebung und die aktuelle Situation. Und jetzt machen wir einen Sprung. Jetzt schauen wir uns an, wie wir denn eigentlich in unserem somatosensorischen System Dinge wahrnehmen und wie hier auch Fehlwahrnehmung in unserem somatosensorischen System entstehen können. Und das machen wir anhand der sogenannten Cutaneous Rabbit Illusion. Cutaneous Rabbit Illusion, die Hauthasenillusion. Das ist eine spannende taktile Illusion, die wurde hier präsentiert von Felix Blankenburg, der ist mittlerweile Professor an der Freien Universität Berlin, der sich hier damit auseinandersetzt, wie denn diese Cutaneous Rabbit Illusion im zentralen Nervensystem repräsentiert ist. Das ist also eine empirische FMRT-Studie und ihre Aufgabe ist es jetzt, sich mal genau diese FMRT-Studie anzuschauen, um herauszufinden, was denn diese Cutaneous Rabbit Illusion ist und mit welcher Aktivität in unserem Neokortex, in unserem somatosensorischen System diese Illusion denn einhergeht. Das Erste, was Sie sich anschauen sollten, ist der experimentelle Aufbau dieser Cutaneous Rabbit Illusion. Also, worin besteht sie? Worin besteht diese Illusion? Und auch hier für Sie jetzt Ihre Hausaufgabe, das können Sie tatsächlich zu Hause mal ausprobieren. Können Sie bei sich selbst diese Cutaneous Rabbit Illusion auslösen oder bei einem vertrauten Menschen, der Ihnen einen Arm leiht, können Sie bei dieser Person diese Cutaneous Rabbit Illusion auslösen. Und jetzt können Sie auch hier im Artikel schauen, welche Gründe oder welche Ideen sprechen denn für eine Verarbeitung dieser Illusion auf kortikaler Ebene. Also warum wird hier angenommen, dass diese Illusion eine Repräsentation im Neokortex hat? Und dann können wir uns auch anschauen, wie ist denn jetzt dieses FMRT-Experiment aufgebaut? Also, diese Forscher hier untersuchen diese Cutaneous Rabbit Illusion in einem funktionellen Magnetspin-Experiment. Die messen also hier den Blutfluss in unserem somatosensorischen System und ihre Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, wie genau machen die das? Wie haben sie diese Illusion operationalisiert, damit man diesen Versuch im FMRT durchführen kann. Und dann wollen wir uns anschauen, was ist denn dabei rausgekommen? Was hat sich also gezeigt? Die erste Frage hier ist, welche Wahrnehmung zeigt sich hier in Bezug auf P2? P2, das ist der zweite Bereich. Wir haben hier P1, P2, P3, also die drei Bereiche, bei denen dieser Cutaneous Rabbit aktiviert wird. P2 ist quasi dieser mittlere Bereich. Und hier ist die Frage, okay, was passiert hier? Was nehmen wir in Bezug auf diesen mittleren Bereich eigentlich genau
wahr, also hier die reine Wahrnehmung. Und dann die nächste Frage, wie spiegelt sich diese Wahrnehmung in den FMRT-Daten wieder? Also was zeigt sich in Bezug auf diese Wahrnehmung des Cutaneous Rabbit in den FMRT-Daten und vor allem auch hier, in welchen Arealen in unserem somatosensorischen System finden wir denn hier einen Effekt? Unser somatosensorisches System ist ja bilateral auf beiden Seiten, posterior, also hinter der Zentralfurche angelegt und das hat eine somatotope Ordnung. Da haben wir diesen Homunculus, den haben wir schon ein paar Mal besprochen, also ganz bestimmte Bereiche repräsentieren die Wahrnehmung eines ganz bestimmten Bereiches unseres Körpers. Und hier ist jetzt die Frage, an welchem Bereich von diesem Homunculus finden wir hier eine Aktivierung? Wie spiegelt sich also hier diese Illusion wahr? Und dann eine weitergehende Interpretationsfrage für Sie. Sie haben jetzt schon einen ganz starken Hintergrund in Statistik. Sie haben ja schon ganz viel Statistik gehört. Die Frage ist, welche statistischen Probleme können Sie sich denn hier vorstellen? Welche statistischen Probleme finden Sie bei der Interpretation dieser Daten? Was können Sie sich denken, was ist hier möglicherweise problematisch an solchen FMRT-Studien? Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen 8. Sitzung in unserem Seminar mit dem Thema dem somatosensorischen System. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen.